Wir haben gelesen, Vers 26, Richter 1, 26, da zog der Mann in das Land Juda und baute eine Stadt und nannte sie Lus. Das ist ihr Name bis zum heutigen Tag. Darüber geht heute euch auch die Predigt. Darüber geht die Predigt um diesen einen Vers. Und der Titel der Predigt ist die Dechristianisierung Europas oder die Islamisierung Europas. Die Dechristianisierung Europas oder die Islamisierung Europas. Und ich möchte auch an dieser Stelle nochmal herzlich Pastor Andersen und Bruder Anton Robert danken, dass ich hier predigen darf. Das ist wirklich eine große Ehre, hier in dieser Gemeinde diese große Dinge für den Herrn zu predigen, auch in einer Sprache, die eigentlich meine Muttersprache ist. Und wir öffnen das erste Mal Deuteronomium 10, 17. Deuteronomium 10, 17. Und ich möchte erstmal einen Punkt hier machen, und zwar: Gott liebt Ausländer. Gott liebt Ausländer. Denn der Herr, euer Gott, er ist der Gott der Götter und der Herr der Herren, der große, mächtige und furchtgebietende Gott, der die Person nicht ansieht und kein Bestechungsgeschenk annimmt, der die Weise und die Witwe, der Weise und der Witwe Rechenschaft und den Fremdling liebt hat, sodass ihm Speise und Kleidung gibt. Und auch ihr sollt den Fremdling lieben. Auch ihr sollt den Fremdling lieben, denn ihr seid ebenfalls Fremdlinge gewesen im Land Ägypten. Ja, wir sind auch Fremdlinge. Ja, wir sind auch Fremdlinge in der Welt. Das müssen wir kennen. Wir sind geistlich sowieso. Jeder von uns ist geistlich hier ein Ausländer. Und Gott liebt Fremdlinge. Ja, das sehen wir in Deuteronomium 10, 17 bis 19. Gott liebt den Fremdling. Ja, die Bibel, die Schlachter benutzt das Wort Fremdling, wir benutzen heute das Wort Ausländer. Und ich selbst bin auch ein Ausländer. Überall, wo ich bin, bin ich ein Ausländer. Als ich in der Grundschule, der Realschule war, da war ich immer der Pole. Ich war immer der Pole. Als ich in Polen war, in England, auf den Philippinen, Dänemark, ich war immer der Deutsche. Wenn ich Englisch spreche, bin ich sofort der Deutsche. Ja? Wenn ich Deutsch spreche, bin ich immer der Pole. Ich konnte lange Zeit, jetzt ist das schon ein bisschen besser, aber früher immer, wenn ich so das R ausgesprochen habe, dann habe ich so gesagt, Rose. Ja? Ich habe das richtig gerollt wie die Polen. Und einige haben mich gefragt, bist du aus Bayern? Aber die meisten haben erkannt, aha, irgendwo aus Osteuropa. Ja? Also ich war sowieso, egal wo ich bin in dieser Welt, bin ich Ausländer. Und selbst wenn das nicht so wäre, selbst wenn jemand hier geboren ist, seine Großeltern, Urgroßeltern Deutsche sind, ich weiß nicht, ob es überhaupt jemand da ist, der hier seit Generationen Deutschland ist, aber selbst solch ein Mensch ist hier ein Ausländer, weil wir sind, wir öffnen 1. Peter 2, wir sind geistlich gesehen Fremde in dieser Welt. Das erkennt diese Gemeinde auch sehr gut, ja, wie die Welt die Gemeinde hier anfeindet. Wir sind wirklich geistlich Fremde. Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Ihr könnt auch Hebräer 11, 13 öffnen danach. Hebräer 11, 13. Also 1. Petrus 2, 11 sagt: Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Gäste und Fremdlinge. Wir sind hier nicht besonders lange. Wir sind hier unsere 70, wir sind hier unsere 80 Jahre. Ja, nicht mehr. Und Hebräer 11, 13 sagt, diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Weisen empfangen zu haben. Sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden. Wir sind wirklich Gäste. Wir haben kein Bürgerrecht hier auf Erden. Ja? Und so werden wir oft auch behandelt von der Welt. Wir sind hier wirklich ohne Bürgerrecht, weil wo ist unser Bürgerrecht? Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Das ist wichtig. Und da sind wir wirklich privilegiert. Aber in dieser Welt oft verfolgt, oft angefeindet, nicht besonders geliebt. Ja, wenn wir von der Welt wären, wie es im Johannesevangelium heißt, dann würde die Welt das lieben. Aber wir sind halt nicht von der Welt. Und ich möchte wirklich klar und deutlich sagen, dass ich gar nichts gegen Migration habe. Ja, überhaupt nicht. Ich sage das jetzt als Vorwort, weil danach werde ich etwas predigen, da könnte man das vielleicht anders verstehen. Deswegen sage ich direkt, ich habe nichts gegen Migration. Überhaupt habe ich selbst 4 Jahre lang Migration gefördert. Auf den Philippinen habe ich als Deutschlehrer gearbeitet und Krankenschwestern, die in Deutschland arbeiten, möchten Deutsch beigebracht. Und diesen Haufenweise, eine Klasse hatte 20 Leute, ich hatte 2 Klassen am Tag. Und nach einem Jahr sind dann halt ungefähr von den 40, vielleicht mehr als die Hälfte, konnten dann nach Deutschland, wenn sie die B2-Prüfung bestanden haben. Ja? Also
Deutschland hat Pflegekraftmangel, falls ihr das wisst. Und die werden hier dringend gebraucht. Überhaupt in der ganzen Welt werden Krankenschwestern gebraucht. Aber das Gesundheitssystem kollabiert hier schon fast. Und in diesem Sinne, ja, habe ich so gesehen Migration gefördert. Durch meinen Beruf sind Leute aus den Philippinen nach Deutschland gekommen. Auch habe ich 3 Leute aus den Philippinen hier noch direkt mitgebracht. Ja, meine eigene Familie. Und ja, wogegen habe ich denn was? Wogegen sollten wir was haben? Nicht gegen Migration, aber wenn Leute ihren Dreck aus ihrer alten Heimat mitbringen, das ist ein Problem. Das ist das Problem. Ich gebe ein Beispiel. Es gibt Deutsche oder Amerikaner, Engländer, wer auch immer, die gehen nach Asien, nach Thailand, auf die Philippinen, um sich dort Mädchen zu kaufen. Ja, sie bringen ihre Perversion von Europa nach Asien. Dann gibt es Drogenkriminelle in Südamerika, die sind vielleicht aus ihrem Land geflohen, weil ihr Land zerstört wurde von einem Drogenkrieg. Und dann dienen die hier mit Drogen in Deutschland. Das ist ja das Problem. Wenn Leute aus ihrer Heimat in eine andere gehen und ihr dreckiges, altes, sündiges Leben mitnehmen. Und wir haben ja diesen Vers gelesen. Da zog der Mann in das Land Ägypten und baute eine Stadt und nannte sie Luz. Das ist ihr Name bis zum heutigen Tag. Luz. Was ist das Problem? Die Stadt ist wieder auch Luz. Ja, er hat nichts dazu gelernt. Die Stadt wurde zerstört wegen der Gottlosigkeit. Und er hat eine neue aufgebaut und in die Neustadt durch den alten Dreck wieder hineinbringen. Und ich möchte heute konkret über eine Gruppe aussprechen. Über den Islam. Und ich habe nichts gegen Muslime. Ich liebe Muslime. Wir alle lieben Muslime. Oder wir evangelisieren sie doch, oder? Wir möchten, dass sie in den Himmel kommen. Amen. So sehr lieben wir sie. Wir möchten ihnen das meiste geben, was man geben kann. Ja. Aber wogegen haben wir was? Gegen die Religion. Gegen den Islam. Gegen Mohammed. Und ich wünsche niemandem mehr Tod, weil der schmort ja schon der Hölle. Ja? Zum Glück. Und er wartet auf sein Gericht am jüngsten Tag. Und woher kommt der Islam? Woher kommt der Islam? Woher gibt es den? Warum gibt es den hier überhaupt? Sind Deutsche? Ist das eine deutsche Religion? Gibt es viele Deutsche, die zum Islam konvertiert sind? Ja, da gibt es ein paar Spinner, aber das ist ja die Ausnahme. Ja, kurzer Geschichtsunterricht. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Deutschland zerbombt, musste wieder aufgebaut werden. Die USA halten mit dem Marshallplan. Da kam Gastarbeit aus Griechenland, aus Italien, aus der Türkei. Deswegen gibt es überall Döner, ne? Ja. Ja, deswegen gibt es hier überall Döner, es gibt überall Kebab, türkische Pizza. Es gibt auch Griechen in kleinen Städten, Italiener. Ja, und das waren eigentlich Gäste. Das waren als Gäste gedacht, die Leute auch helfen, mal wieder aufbauen, sie sind geblieben. Kein Problem. Sie haben ja einen guten Beitrag geleistet, dieses Land wieder aufzubauen. Meiner Meinung nach sollen sie bleiben, wenn sie bleiben möchten. Ja? Da sollte man nichts gegen sagen. Das ist vollkommen okay. Und heute leben ungefähr 2,9 Millionen Türken in Deutschland. Davon sind fast alle Muslime. Aber es gibt ja noch mehr Muslime in Deutschland. Woher kommen sie? Flüchtlingskrise 2015. 890.000 sind aus arabischen Ländern, ja, die meisten aus Syrien, hingekommen. Erinnert ihr euch vielleicht an Angela Merkel? Wir schaffen das, ja, das hat sie mal gesagt. Dann 2022 um 1,2 Millionen, aber das waren die meisten aus der Ukraine. Also hauptsächlich Gastarbeit nach dem Zweiten Weltkrieg, dann immer wieder die ganze Zeit nach Deutschland, sind natürlich immer wieder aus arabischen Ländern, welche eingewandert, dann die Flüchtlingskrise. Und heute leben ungefähr 5,5 Millionen Muslime in Deutschland. Ich glaube, die Statistik ist alt. Ja, ich habe das im Internet nachgeguckt, aber ich denke, es ist schon mittlerweile mehr. Und das sollten dann mehr als 6,6% bei 83 Millionen Einwohnern sein. Ja, und was ist jetzt das Problem? An sich sollte das gar kein Problem sein. Aber wenn wir nochmal Richter 1,22 lesen, da steht, auch das Haus Josef zog hinauf nach Bethel und der Herr war mit ihnen. Und das Haus Josef ließ Bethel ausgeschaffen, die Stadt hieß aber früher Luz. Und die Späher sahen einen Mann, der aus der Stadt herauskommt und sprach uns zu ihm: Zeig uns doch, wo wir in die Stadt eindringen können, so wollen wir die Gnade erweisen. Da zeigte er ihnen, wo die Stadt zugänglich war, und sie schlugen die Stadt mit der Schärfe des Schwertes. Den Mann aber und seine ganze Sippe ließen sie gehen.
Da zog der Mann in das Land der Hethiter und baute eine Stadt und nannte sie Luz. Das ist ihr Name bis zum heutigen Tag. Also, was ist da passiert? Was ist konkret passiert? Diese Stadt wurde zerstört. Warum wurde sie zerstört? Weil Gott diese Stadt gerichtet hat. Das war eine kanaitische Stadt. Gott hat diese Stadt gerichtet wegen ihrer widerlichen Kultur. Ihr könnt schon mal Levitikus 20 aufmachen. Ja, Levitikus 20. Da werden wir über die Probleme Kanaans sprechen. Und Gott hat die Kanaiter gerichtet. Und da war ein Mann. Dieser Mann hat Israel geholfen, den Eingang in die Stadt zu finden, damit Israel diese vernichten kann. Als kleines Dankeschön oder als großes Dankeschön hat Israel diesen Mann verschont. Diesen Mann und seine ganze Sippe, ja, seine Familie. Und dann hat er eine neue Stadt gebaut und diese neue Stadt hat er mit dem alten Namen genannt. Jetzt denkt ihr, ja, Bruder Matthäus, spinnst du? Was ist denn das Problem? Warum kann man den nicht mit dem alten Namen nennen? Das Problem ist geistlich gesehen. Er möchte in dieser neuen Stadt genau das Gleiche aufbauen, was in der zerstörten Stadt war. Er möchte den ganzen Dreck wieder aufbauen. Ja, den Dreck, weshalb Gott diese Stadt gerichtet hat. In Levitikus 20 lesen wir über eine Menge Gebote gegen Sünden, vor allem gegen sexuelle Sünden. Und wir können Levitikus 20, 22 lesen. So haltet nun alle meine Satzungen, meine Rechte und tut sie, damit euch das Land nicht ausspeit, in das ich euch führe, damit ihr darin wohnen sollt. Und wandelt nicht nach den Satzungen der Heiden, die ich vor euch hier ausstoßen werde. Denn alle jene Dinge haben sie getan und deshalb habe ich sie verabscheut. Alle jene Dinge haben sie getan. Ja, all diese Dinge, die in Levitikus 20 stehen. Da gibt es wirklich, liest euch das mal durch, das ist jetzt nicht Thema, aber da geht es wirklich um Sodomie, dann Gräuel mit Tieren begehen und dann in der Familie Inzest und all diese Dinge. Und hier die Bibel sagt, denn all jene Dinge, das ist in diesem Kontext, ja, im Kontext dieser Gräuel, wenn ihr das ganze Kapitel liest, denn all jene Dinge haben sie getan, die Kanaaniter, und deshalb habe ich sie verabscheut. Euch aber habe ich gesagt, ihr sollt ihr Land in Besitz nehmen, denn ich will es euch zum Erbe geben. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Ich, der Herr, bin euer Gott, der ich euch von den Völkern abgesondert habe. An sich ist das ein gutes Land gewesen. Aber diese Leute haben es mit ihren widerlichen, abscheulichen Sünden wirklich zugrunde gerichtet. Und Gott sah keinen anderen Weg, als dieses Land komplett auszurotten. So widerlich waren sie. Sie haben sogar ihre Kinder geopfert, dem Moloch. Ach ja, das wird hier übrigens auch getan. Abtreibung nenne ich das nur. Das ist wirklich ein Grund, weshalb Gott ein Land richtet. Das ist unschuldiges Blut. Wenn unschuldiges Blut vergossen wird, das ist Mord. Amen. Und Gott richtet so ein Land. Denn hier ist nun dieses Blutzeug gegen dieses Land. Und es steht ja auch geschrieben in Numeri irgendwo, dass es keine Sühnung erfolgen kann. Ja, es kann keine Sühnung erfolgen für das Vergießen unschuldigen Blutes, als dass der Schuldige umgebracht wird. Ja? Und es wird hier so viel unschuldiges Blut vergossen und das ist einfach erlaubt. Und nicht nur, dass es erlaubt ist, dann wagt es dieses Land und andere Länder zu kritisieren, die strenge Abtreibungsgesetze haben. Was ist denn das für eine Unverschämtheit? Dann erhebt sich dieses Land, oh, wir sind so moralisch gut, und sagen, ja, ihr habt keine Frauenrechte. Ihr seid im Mittelalter. Was wagt dieses Land, sich als moralischer Apostel aufzuspielen, wenn es eines der dreckigsten Länder moralisch gesehen ist? Und dafür übrigens werden wir von der nicht-westlichen Welt kritisiert. Ja, und die nicht-westliche Welt ist auch nicht besser in vieler Hinsicht. Ja, in einiger Hinsicht besser. Aber zum Beispiel Seelengewinn verboten. Ja, das ist eines der größten Probleme in dieser Welt. Aber dazu kommen wir. Also das Problem ist wirklich, den Dreck, ja, denselben Dreck, den er in seiner alten Heimat gemacht hat, möchte er nun wieder in seiner neuen Heimat machen. Da hat ihn den Namen Luz gegeben. Und vergleichen wir das nun mal mit dem Islam ein bisschen. Fangen wir mit ein paar guten Dingen an. Ja, es gibt ein paar gute Dinge im Islam. Zum Beispiel, ja, tatsächlich. Ja, sie haben strenge, sie sind streng gegenüber Sodomiten. Teilweise gibt es die Todesstrafe. Amen. Und da ist doch mal was Gutes, ne? Amen. Alkohol
ist oft ungern gesehen, teilweise bis zum totalen Verbot, zur Prohibition. Auch gut, ne? Und dann streng Abtreibungsgesetze. Sind oft gegen Abtreibung. Also das sind so, ja, das war es leider auch schon. Aber das sind schon mal ein paar gute Punkte. Ja? Das können wir von islamischen, von diktatorischen Ländern lernen. Ja? Ein paar Dinge. Aber dann, die Liste mit dem Minus, mit den Nachteilen ist leider viel länger. Wie schon gesagt, Seelengewinnen verboten. Oft gibt es einen Zwang, zum Islam überzutreten. Deren Führer, islamische Länder, sind meistens Diktatoren. Ja, dann Ehrenmord. Gibt es das überhaupt, Ehrenmord, oder ist das irgendwie so ein Medienpropaganda-Gag? Ja, ich weiß nicht. Ja, aber Ehrenmord, ja, dass ein Bruder seine Schwester töten soll, falls sie seine Beziehung mit einem Nichtmuslim hat. Gut, lassen wir mal so stehen. Dann laut jüngsten Umfragen stellen viele Muslime, ich sage mal viele, ja, die Scharia über das Grundgesetz. IS und andere islamische Terrororganisationen. Ja, da gibt es auch Probleme auf den Philippinen schon seit langer Zeit, Krieg im Süden, auch als in der Zeit, wo ich da war, in Manila. Auf der Insel Luzon ist es sicher, aber zum Beispiel da, wo meine Frau herkommt, da geht es noch. Ja, aber einmal wollten wir auf eine Insel und dann durfte ich dort nicht hin, ja, weil da die Gefahr bestand, für Ausländer gekidnappt zu werden. So. Aber dann noch im Süden der Philippinen, da ist tatsächlich Krieg, weil es da einige Muslime gibt, die einen autonomen Staat haben möchten. Und ja, dann überhaupt viele Bürgerkriege in Afrika. Da gibt es viele islamische Gruppierungen, die sich gegenseitig befeinden, gegenseitig umbringen. Entweder Muslime gegen Christen, Muslime gegen andere Muslime. Und das gibt es ja auch bei Christen, ja, in Irland, Katholiken und Protestanten. Ja, das gibt es ja in jeder Religion. Aber vor allem in Afrika viele islamische Gruppierungen gegeneinander. Und dann als Resultat gibt es humanitäre Probleme wegen dieser ganzen Bürgerkriege, wie kein Zugang zu Trinkwasser. Und meistens, ich sage jetzt nicht alle, aber die meisten islamischen Länder sind oft gescheiterte Staaten, es sei denn, sie haben Öl oder Reichtum. Aber viele sind tatsächlich gescheiterte Staaten oder wirklich absolut arm. Sie sind angewiesen auf humanitäre Hilfe und so. Wegen vieler Bürgerkriege. Und zusätzlich zu all diesen Problemen, die sie ja schon die hausgemacht sind, wegen dieser Boshaftigkeit bestraft Gott noch dieser Länder, zum Beispiel durch Dürren. Und dann haben wir all diese Probleme. Und dann, weil solche Länder oft zerstört werden, ja, arabische Länder, Länder in Afrika, wegen unter anderem, ja, des Islams oder auch wegen anderer Sachen, die werden dann zerstört, diese Länder, sie sind kaputt, sie sind am Ende. Was machen diese Leute logischerweise? Ja, sie kommen, sie möchten Schutz suchen in einem anderen Land, wie in Deutschland. Erstmal kein Problem. Ich würde sagen, sogar wenn jemand einfach nur aus finanziellen Gründen in ein anderes Land geht, sollte kein Problem sein, sollte vollkommen erlaubt sein. Ja, Migration gab es schon immer. Früher im Alten Testament, in Ägypten, da sind Leute nach Ägypten gezogen, als es Hungersnöte gab. Die Welt gehört uns allen. Ja, wir können überall hingehen. Ich sehe hier viele aus anderen Ländern. Ich selbst war ungefähr ein Drittel meines Lebens nicht in Deutschland, sondern in anderen Ländern. Das ist vollkommen okay. Das Problem ist wirklich, wenn man dieselben Dinge, die das eigene Land zerstört haben, in das neue Land mitbringen will. Das ist das Problem. Das sollten wir nicht machen. Nicht wir und jemand anderes. Und nun, das Witzige bei all dem ist, Deutschland hat es sogar verdient, zerstört zu werden. Ja, Deutschland hat es sogar verdient, gerichtet zu werden. Und sicherlich ist das auch von Gott so beabsichtigt und zugelassen, ja, beabsichtigt zumindest zugelassen, dass eine widerliche Religion benutzt wird, um Deutschland und Europa zu richten. Aber dennoch, obwohl das Gottes Wille ist, ist es dennoch falsch von Seiten radikaler Islamisten zum Beispiel. Ich sage jetzt nichts gegen die Lauwarmen, ja, die meisten sind ja lauwarm, das ist ja gut, aber die Echten, die wirklich an den Koran glauben und das tun, ja, die sind das größere Problem. Und zum Glück sind die meisten lauwarm. Aber dann, die reichen schon aus, ja, wenn sie ihre Propaganda hier in dieses Land bringen, um das zu zerstören. Aber trotzdem, dafür werden sie auch gerichtet, auch wenn Gott sie benutzt. Hat nicht Gott Babylon benutzt, um Israel zu richten? Und was hat Gott damit Babylon gemacht? Es hat gerichtet, ja, er hat es gerichtet. Das sehen wir an so vielen Kapiteln in der Bibel, das Gericht über Babylon. Öffnet einmal bitte Levitikus 24, 22. 24, 22. Levitikus 24, 22. Und
Wo in der Bibel steht, dass man seine alte Religion nicht mitbringen darf? Wo in der Bibel steht, dass man sich anpassen muss? Levitikus 4,22, ihr sollt ein einheitliches Recht haben für den Fremdling wie für den Einheimischen, denn ich, der Herr, bin euer Gott. Erstmal sehen wir hier, dass es ein einheitliches Recht gibt. Also, jemand, wenn er in ein anderes Land geht, sollte er die gleichen Rechte haben, wie schon die Leute, die hier sind. Ja, jeder sollte die gleichen Rechte haben, aber auch die gleichen Pflichten. Was ist der Unterschied zwischen Recht und Pflicht? Kleiner Deutschunterricht. Recht ist, was man tun darf. Pflicht ist, was man tun muss. Ja, die gleichen Rechte und Pflichten. Und dann Exodus 12,48. Das Beispiel des Passers. Ja, das Beispiel bezüglich des Passers. Und dass es da auch ein einheitliches Recht geben soll. Ja, beim Passer. Und wenn sich bei dir ein Fremdling aufhält und dem Herrn das Passa feiern will, so soll alles Männliche bei ihm beschnitten werden, dann erst darf er hinzutreten, um es zu feiern. Und er soll sein wie ein Einheimischer des Landes, denn kein Unbeschnitter darf davon essen. Kein Unbeschnitter. Ein und dasselbe Gesetz. Hier, ein und dasselbe Gesetz soll für den Einheimischen und für den Fremdling gelten, der unter euch wohnt. So, das heißt, wenn jemand aus einem anderen Land kommt, hat er die gleichen Rechte, aber er hat auch die gleichen Pflichten. Ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Und wenn es bestimmte Gesetze gibt, das Grundgesetz, dann darf man nicht irgendwie versuchen, dieses auszuhebeln. Ja, oder irgendwie gewaltsam hier versuchen, mit Protest oder was auch immer, die Scharia durchzusetzen oder was auch immer. Guck mal, wie ist das bei uns? Wenn uns etwas nicht passt, was der Staat macht. Wir sollen laut Römer 13 dem Staat gehorchen. Aber gut, wenn er uns etwas verbietet, wie zum Beispiel Redefreiheit, ja, dann gehorchen wir der Bibel. Das ist natürlich wichtiger. Ja, das ist wichtig. Aber wo ist jetzt der Unterschied? Wir möchten das Beste. Ja, wir möchten das Beste für die Menschen. Wir möchten, dass Menschen errettet werden. Das ist geistlich ein Unterschied. Weil geistlich ist doch die Bibel von Jesus Christus. Ja, das ist geistlich, das ist die Wahrheit. Jesus spricht zu mir, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Aber was ist mit dem Koran? Ist das die Wahrheit? Nein. Das ist eine Lüge. Ja. Das ist eine widerliche Lüge. Das ist kompletter Unsinn und er ist zerstörerisch. Und das sehen wir doch. Der Beweis liegt doch in der Welt. Diejenigen, die wirklich an den Koran glauben und das tun, was da drin steht. Ja, das ist die Bibel, Entschuldigung. Ja. Die wirklich das tun, was da drin steht. Diese Radikal, die verursacht die Probleme. Aber was ist jetzt mit Christen, zum Beispiel Kreuzzüge? Die haben niemals die Bibel gelesen, diese Katholiken, ja? Also das ist der Unterschied. Ja, die Christen, die Fake-Christen, die damals schlechte Dinge gemacht haben, die kennen die Bibel nicht. Aber die Christen, die die Bibel kennen, die dienen dem Herrn zum Guten. Das müssen wir so wissen. Und jetzt gibt es tatsächlich viele Muslime, die sind sich tatsächlich der Fehler ihrer Heimatländer, ihrer Religion bewusst. Die erkennen das. Ja, die kennen das und die teilweise konvertieren die zum Christentum. Einige von denen errettet. Überall gibt es einen Überrest, ja. Viele konvertieren auch zum Protestantentum oder zum Katholizismus. Gut, die sind dann halt nicht errettet. Aber die kommen dann nach Deutschland. Ja, und wenn ihr Land zerstört ist, dann können sie ja gerne kommen. Ja, das ist ja kein Problem, sehr willkommen. Aber was ist dann das Problem? Dann treffen zum Beispiel in einem Flüchtlingscamp all diese Leute zusammen. Nehmen wir mal in Syrien, ist zerstört aufgrund des Islam. Dann kommen da Muslime zusammen, dann kommen da vielleicht ein paar Atheisten, die auch wegen ihres Atheismus verfolgt wurden. Ja, im Islam, denke ich, werden die auch verfolgt. Dann kommen Katholiken zusammen und Katholiken werden ja auch im Islam verfolgt. Und echte Christen, die errettet sind zum Beispiel. Ja. Und die treffen sich dann alle im Flüchtlingscamp in Deutschland. Und was passiert dann in Deutschland? Die Christen, die erretteten und nicht erretteten Christen, werden dann bedroht von den Muslimen hier in Deutschland. Also das Gleiche, was sie in ihren Ländern machen, Christen zu verfolgen, machen die dann hier auf deutschem Boden. Das ist das Problem. Da kommen tatsächlich Leute aus ihrer alten Heimat, um hier Schutz zu suchen und dann werden sie von ihren Brüdern aus derselben Heimat hier bedroht, weil sie Christen geworden sind. Das sollte man wirklich verbieten.
Also, wenn jemand, wenn der Islam das Land zerstört hat, soll man durchkommen, die Familie mitnehmen, seinen Besitz mitnehmen, aber lasst die zerstörte Religion draußen. Ja? Oder Palästina, Israel. Ja? Was soll ich denn hierzu sagen? Wer hat hier solche Predigt halten? Wer hat hier recht? Ich mache es ganz einfach. Da sage ich euch direkt, wer gut und wer böse ist. Palästina sind böse und Israel sind böse. So, da haben wir es. Und Gott richtet beide. Und deswegen bekämpfen sich beide. Er benutzt Israel, um Palästina zu richten, und Palästina, um Israel zu richten. So einfach ist das. Ja? Und guck mal, ich möchte hier gar nicht irgendwie wegen einer Sache hier nur sprechen. Das ist ganz allgemein, auch andere Sachen. Wie schon gesagt, kommt jemand aus Kolumbien oder aus Ecuador, weil der Drogenkrieg sein Land zerstört hat. Ja, soll der herkommen. Aber bitte nicht auf der Straße mit Drogen dealen oder selbst Kokain nehmen. So, und jetzt kommen wir zu dem wichtigsten Punkt. Das Ganze hat Europa verdient. Deutschland, Europa hat das verdient. Warum? Weil Europa hat sich vom Christen nur abgewandt. Das ist eine Schande. Europa akzeptiert allen Müll, aber nicht das Christentum. Allen Müll. Ja, zum Beispiel, einmal wollte jemand kommen. Wann war das? 2019. Ne? Pastor Andersen wollte hier kommen nach Europa, nach Schweden, nach England und in die Niederlande. Und was passiert? Er wurde aus dem ganzen Schengen-Raum gebannt. Er wollte mit dem Evangelium kommen. Was ist hier mit dieser Gemeinde? Wahrscheinlich das hellste Licht in Deutschland. Und das wird verfolgt. Mit allen Methoden. Ja, von allen Seiten werdet ihr gehetzt hier. Ja, sie sagen, ihr seid die Hetzer, aber ihr werdet gehetzt, ne? Ihr werdet verfolgt. Was soll denn das? Wir wollen doch Menschen erretten. Wir wollen, dass Menschen in den Himmel kommen. Übrigens, zur Information, wenn alle baptistischen Gemeinden, wenn alle christlichen Gemeinden so predigen würden wie hier, dann wäre dieses Land gesegnet. Amen. Dann würde Gott sein Gericht sparen. Ja. Dann gäbe es einen Unterschied. Dann würde es bergauf gehen mit diesem Land. Aber anstattdessen hat Gott die Politiker hier verblendet und sie treffen dumme Entscheidungen, die so dumm sind, dass man das einfach nicht anders erklären kann, als dass Gott sie verblendet hat. Weil vom IQ her, wenn die einen IQ-Test machen würden, würden die, glaube ich, ganz gut abschneiden mit 100, 120, ja? Aber trotzdem machen sie so dumme Entscheidungen. Öffnen wir Philipper 2,10. Philipper 2,10. Philipper 2,10. Damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden unter der Erde sind. Schöner Vers, ja? Was hat das jetzt mit der Predigt zu tun? Ja, im Grunde genommen nicht viel, aber das stand auf dem Berliner Stadtschloss. Ich weiß nicht, ob es immer noch steht. Und da gab es eine grüne Kulturministerin, die hat sich dafür eingesetzt, dass dieses Bibelzitat verhüllt wird, weil es gegen Multikulti, was auch immer ist. Ja, weil es andere Religionen ausschließt. Also da ist irgendwo, das sind Worte, Gottes Wort auf einem Schloss, die jeder lesen kann, seit Jahrhunderten. Und dann stört sich da jemand dran und möchte das verhüllen. Wisst ihr, was man zuerst verhüllen sollte? Diese ganzen ekelhaften Regenbogenflaggen. Die sollte man verhüllen. Aber doch nicht Gottes Wort. Das ist eine Verschämtheit. So weit ist es gekommen mit diesem Land. Europa verleugnet seine christlichen Wurzeln. Oder die Schweiz. Sie hat 2015 ihre Nationalhymne geändert. Warum? Weil in der alten Version der Name Gott 8-mal zu finden war. Oh, was für eine schöne Hymne. Gut, ich habe jetzt den Text gar nicht mehr vor mir. Aber ich denke, das war zu Gottes Erden irgendwo. Damals hat die Schweiz noch Gott akzeptiert. Aber jetzt möchten sie nicht mal mehr den Namen Gott in ihrer Hymne haben. Es ist einfach abgeändert. Und deswegen wird Europa bestraft. Europa wendet sich ab von einer wunderbaren Religion, von der einzigen Wahrheit, die es gibt. Und Gott gibt diesem Kontinent eine widerliche, schreckliche Religion. Ja, und ihr könnt einmal 5. Mose 28 öffnen. Ach schon, kann mir jemand vielleicht ein altes Testament geben? Ich habe hier nur das neue. 5. Mose 28, 49. Danke, Bruder. 5. Mose 28, Vers 49.
Der Herr wird ein Volk aus der Ferne gegen dich aufbieten, vom Ende der Erde, das wie ein anderer daherfliegt, ein Volk, dessen Sprache du nicht verstehen kannst, ein Volk mit hartem Angesicht, das keine Rücksicht kennt gegen den Greis und mit den Knaben keine Barmen hat. Es wird die Frucht deines Viehs und die Frucht deines Landes verzehren, bis du vertilgt sein wirst und dir nichts übrig lassen von Korn, Most und Öl, vom Wurf deiner Rinder und von der Zucht deiner Schafe, bis es dich zugrunde gerichtet hat. So, und das ist nicht das erste Mal, dass Gott so etwas tut. Gott benutzt andere Länder, um andere Länder zu richten. Das kann direkt durch Krieg sein, das kann durch Massenimmigration sein. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und wir sehen hier, es lässt am Ende nichts vom Wohlstand übrig. Der Steuerzahler zahlt und dann nimmt ein Volk dies weg. Und Ähnliches haben wir in Amos 6,14. Das ist in den kleinen Propheten. Amos 6,14. Doch siehe, ich erwecke ein Volk gegen euch, ihr vom Haus Israel, spricht der Herr, der Gott, der Herrscher, das euch bedrängen wird vom Zugang nach Hamat bis zu dem Bach der Arava. Ja, wirklich, Gott benutzt ein Volk. Gott kann andere Völker benutzen, um ein Land zu richten. Und Deutschland, besonders aber Europa allgemein, ist selbst schuld daran, weil dieser Kontinent hat wirklich seine christlichen Wurzeln komplett verleugnet. Es wendet sich vom Christentum ab. Ja, und jetzt werden wahrhaftige Christen sogar verfolgt. In diesem Land. Wer kann sich das vorstellen? Und dann wird irgendwo gesagt, dass es in Deutschland Religionsfreiheit gibt. Ja, wo gibt es hier Religionsfreiheit? Sehe ich nicht mehr. Ja, wenn die Religion, die ursprünglich diesen Kontinent so reich gemacht hat, übrigens, dass es Europa immer noch gut geht, noch, ja, und dass viele davon träumen, ihr Leben riskieren, hier hinzukommen über das Mittelmeer. Das liegt daran, dass wir immer noch von den guten Zeiten, wo Europa wirklich, ja, niemals war die Welt christlich, aber zumindest hat sie sich irgendwo bekannt, auch wenn damals viele Menschen nicht errettet waren. Trotzdem haben sie sich bekannt zum Christentum. Und deswegen, weil sie auch teilweise die Gebote gehalten haben und teilweise Gesetze auf Basis der Bibel aufgebaut wurden, ja, und danach gehandelt wurde. Ja, deswegen ist dieser Kontinent gesegnet. Guck mal, wenn jemand gar nicht glauben würde, gar nicht glaubt an die Bibel, aber das nur befolgen würde, er würde gesegnet werden als individueller Mensch und als Land. Ja, und auch deswegen, es war immer so, dass der geringste Teil errettet war. Aber trotzdem, wenigstens gab es früher Lippenbekenntnis. Und ich glaube auch, früher beim Evangelisieren, da war es in gewisser Hinsicht auch einfacher. Ja, weil man nicht auf so viele Atheisten getroffen ist, auf so viele Gottesverleugner. Und öffnen wir mal Hesekiel 16, 47. Ich möchte Deutschland an dieser Stelle danken. Ich möchte Deutschland dafür danken, dass es Polen, das Land, wo ich jetzt lebe, wo ich geboren bin, gerechtfertigt hat. Wie denn das? Ja, lesen wir mal. Hesekiel 16, 47. Auf ihren Wegen bist du nicht gewandelt und nach ihren Gräuel hast du nicht gehandelt. Sondern wie wenn dies zu wenig gewesen wäre, hast du es in all deinem Wandel schlimmer getrieben als sie. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr. Deine Schwester Sodom mit ihren Töchtern hat nicht so übel gehandelt, wie du und deine Töchter gehandelt haben. Siehe, das war die Sünde deiner Schwester Sodom. Hochmut, Speisenfülle und sorglose Ruhe wurde ihr und ihren Töchtern zuteil. Aber dem Armen und Bedürftigen reichten sie nie die Hand, sondern sie waren stolz und verübten Gräuel vor ihr. Deswegen habe ich sie auch hinweggetan, als ich es sah. Auch Samaria hat nicht halb so viel gesündigt wie du, sondern du hast viel mehr Gräuel verübt als sie, sodass du deine Schwestern gerecht erscheinen ließest durch all deine Gräuel, die du begangen hast. So trage nun auch du deine Schande, die du für deine Schwestern eingetreten bist, durch deine Sünden, mit denen du größere Gräuel begangen hast als sie, sodass sie gerechter dastehen als du. Darum schäme du dich auch und trage deine Schande, weil du deine Schwestern gerechtfertigt hast. So, was ist hier passiert? Hesekiel sagt hier, dass Jerusalem schlimmere Gräuel verübt hat als Sodom und Samaria. Alle waren Sünder. Alle haben schlimme Sachen gemacht. Aber Jerusalem hat es noch so viel weiter getrieben, dass dadurch Sodom und Samaria in einem besseren Licht scheinen. Wie kann man das erklären? Stell dich mal vor, wir setzen hier einen Dieb und einen Mörder nebeneinander. Das sind beides Sünder, oder?
Aber der Dieb, der sieht auch richtig harmlos aus und schon fast wie ein guter Mensch verglichen zu dem Mörder, obwohl er ein Sünder ist. Und das Gleiche war hier mit Jerusalem, Samaria und Sodom, dass sogar Sodom und Samaria besser aussahen im Licht verglichen mit Jerusalem, weil Jerusalem all diese schlimmen Gräuel verübt hat. Und ja, ich möchte etwas zu Polen erzählen. Polen ist auch eine sehr sündige Nation, wie jedes andere Land in dieser Welt. Aber verglichen mit Deutschland gibt es viele Sachen, die noch besser sind. Ich glaube, Polen ist zurzeit auf seinem Hochpunkt. Es ging immer weiter bergauf mit der Wirtschaft. Ich war sehr überrascht, als ich angefangen habe zu arbeiten. 2017 war ich das letzte Mal in Polen. Und dann habe ich, als ich nach Polen wiedergegangen bin, Ende 2023, nach den gleichen Arbeiten im Internet gesucht wie vorher. Und das Gehalt war das Dreifache. Dieselbe Arbeit vor. Die Gehälter sind teilweise ums Dreifache gestiegen. Sie sind schon nah an deutschem Niveau. Aber auch meine Miete, ja, das Gleiche. Alles gestiegen. Also mit Polen ist wirklich 2008 in der Wirtschaftskrise, glaube ich, war Polen eines der einzigen Länder oder das einzige in der Europäischen Union, das wirklich gut davon gekommen ist. Ja. Und in Polen gibt es zum Beispiel 0,1% Muslime. Das ist wirklich eine absolute Minderheit. Aber langsam kommen mehr. Damals habe ich niemals welche gesehen. Heute sieht man immer wieder, vor allem aus ehemaligen sowjetischen Staaten. Deutschland sind es eher arabische Staaten, da ehemals sowjetische Staaten, wie zum Beispiel in Usbekistan. Ja, da gibt es ja viele Muslime, Aserbaidschan und solchen Ländern. Und da sieht man immer mehr. Ja, also ich glaube, diese 0,1 stimmen nicht mehr ganz. Die Abtreibungsgesetze sind sehr streng in Polen. Ja, man muss sogar, wenn man das erste Mal zum Arzt geht, die Schwangerschaft wird in einem System erfasst, sodass diese Frau nicht einfach in ein anderes Land gehen kann und abtreiben und dann wiederkommen, weil dann merkt es halt, ey, was ist mit deinem Baby passiert? Ne? Also das ist ganz gut, aber die werden wahrscheinlich leider gelockert, weil es gibt jetzt wieder eine liberale Regierung. Ich hoffe nicht. Ja. Ich bin froh, dass ich den Mai, Juni in Polen verbringen konnte, weil ich nicht dauerhaft mit Bussen und Straßenbahn belästigt wurde, wo diese ganzen LGBT-Flaggen zu sehen sind. Ja. Die sind vereinzelt zu sehen an Häusern, aber gut, ich sehe das einfach als eine Warnung, dass man dort nicht einziehen soll. In Polen gibt es LGBT-freie Zonen. Gib das ruhig mal bei Google ein. Das heißt jetzt leider nicht, dass da die Todesstrafe herrscht oder so, ne? Also fern davon. Sie werden tatsächlich nur toleriert, also geduldet in diesen Zonen, was wirklich der eigentliche Begriff von Toleranz ist. Ja, es irgendwo zu akzeptieren, mit Wehmut akzeptiert, ja, dass es sie gibt. Aber es ist verboten, dort Propaganda für, ja, pro zu machen. Das ist doch schon mal was Gutes. Es gibt keine Schulpflicht in Polen. Naja, man kann nur Homeschooling machen. Und das wird jetzt auch komisch finden, worüber sich ein Mensch in diesem Leben freuen kann. Aber als meine Frau für ihr Visa, ja, sie kommt aus den Philippinen, wir haben ein Visa für Polen ausgefüllt. Und dann bei Geschlecht gab es tatsächlich nur zwei Optionen, männlich und weiblich. Und dass man sich heute über sowas freuen kann, ja, das sagt doch nur, wie krank dieses Land ist. Ja. Das ist doch etwas. Ja, und es ist tatsächlich so, mit Deutschland geht es doch so bergab, schon seit langem, mit Polen bergauf. Aber ich befürchte tatsächlich, dass Polen jetzt schon am Höhepunkt ist und die Dinge ändern sich langsam, leider. Leider. Aber zurzeit muss man das so sehen wie in Hesekiel. Deutschland hat Polen gerechtfertigt. Weil Polen ist keineswegs ein göttliches Land. Wie ist das zum Beispiel mit der Sodomie? Ja, da sollte ja laut Bibel die Todesstrafe drauf gehen. Ne? Ja, sogar Abtreibung ist doch ein todeswürdiges Vergehen. Das wird sicherlich bestraft, aber soweit ich weiß, damit auf jeden Fall nicht. Und dann sagen wir mal, der biblische Standard wäre hier diese Wand, ja? Das wäre die Bibelstandard. Und ja, dann haben wir jetzt vielleicht hier, haben wir die Welt. Polen ist sehr weit entfernt davon. Aber Deutschland. Bis morgen, ja? Also, Deutschland ist noch viel weiter. Und deswegen hat Deutschland wirklich Polen in dieser Hinsicht gerechtfertigt. Ja, da wird auch in der Schule nicht all dieser Schwachsinn unterrichtet. Natürlich wird das Schwachsinn unterrichtet, aber nicht in diesem extremen Maße wie in Deutschland. Ja, und diese ganze Propaganda, diese ganze Propaganda wird da gar nicht so erzählt. Ich weiß gar nicht, wie das mit Evolution ist und so. Das kommt aber mehr an der Uni.
Das merkt man wirklich, wenn man mit Studenten spricht. Die sind dann wirklich Big Bang, Evolution und all sowas. Aber jüngere 16, 17, 18-Jährige noch nicht. Ja, die, also ich war da nicht auf der Schule, ich habe mich das auch nicht so befasst. Aber beim Seelengewinn merkt man, die sind nicht so indoktriniert davon, wirklich erst an der Uni. Laut meiner Erfahrung beim Seelengewinn würde ich sagen, fängt diese Indoktrination sehr stark an. Gut, und ja, ich hoffe, wir haben noch Zeit, weil jetzt kommt das Wichtige, die ganze Schlussfolgerung. Öffnen wir Matthäus 9,16. Matthäus 9,16. Ja, was können wir daraus lernen? Wie können wir das auf uns beziehen? Denkt nochmal, das Thema war dieser Typ in Luz, dessen Stadt, dessen kanaanitische Stadt zerstört wurde aufgrund der widerlichen Sünden, die sie gemacht haben. Gott hat dieses Land gerichtet und dann hat dieser Mann dieselbe Stadt, also eine Stadt mit demselben Namen wieder aufgebaut, um dort dieselben Sünden wieder zu verüben. Und dann Matthäus 9,16, niemand aber setzt einen Lappen von neuem Tuch auf ein altes Kleid, denn der Flicken reißt von dem Kleid und der Riss wird schlimmer. Man füllt auch nicht neuen Wein in alte Schläuche, sonst reißen die Schläuche und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben, sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche, so bleiben beide miteinander erhalten. Was ist das für ein Beispiel? Ja, stell dir doch mal vor, wenn ich jetzt hier, das ist schon ein bisschen älter, ich wollte das eigentlich schon auf den Philippinen wegwerfen, aber irgendwie habe ich das dann doch mitgenommen. Wenn das jetzt irgendwann reißen würde, ja, dann wäre es doch Schwachsinn, wenn ich irgendwie noch ein neues Hemd habe, das rauszuschneiden und dann hier drauf zu kleben. Weil erstens mache ich das neue kaputt und der Stoff hier ist sowieso zu dünn, um das zu halten. Dann wird das auch noch abreißen und beides ist kaputt. Das ist das Beispiel. Oder Schläuche, die waren ja, aus was waren die? Ja, aus Tierhäuten oder aus irgendwelchen inneren Organen. Und wenn die schon alt waren, waren die nicht mehr so stabil, wenn die getrocknet waren. Und neuer Wein, der quillt auf, der würde die zerbersten. Aber alter Wein, also alter Traubensaft auch, der ist dann ruhig, ja, der schäumt nicht mehr so auf, der expandiert nicht mehr, deswegen können die alten Schläuche den überleben. Das heißt, wenn man etwas Neues in etwas Altes füllt, das Beispiel ist, beides wird zerstört. Ja, das Alte und das Neue, beides verdirbt miteinander. Und so wird auch beides dann hier in Europa verderben. Dieses Land wird verderben und der Islam wird verderben, alles wird verderben. Aber in unserem eigenen Leben. Wir sollten nicht unser altes Leben in das Neue mitnehmen. Auf gar keinen Fall. Zum Beispiel, wenn jemand früher Erfolg im Beruf hatte, und jetzt aber irgendwie so Kompromiss macht, ja, der macht Kompromiss halb in der Welt, halb Gemeinde, der wird gar keinen Erfolg haben. Ja, vielleicht wird er im Beruf verfolgt werden, aha, du gehst da in diese Gemeinde, wird gefeuert, und, aber eine Gemeinde, ja, wird auch nicht viel ausrichten, wird auch nicht viele Seelen retten, weil er irgendwo halb, 50-50 ist. Man kann nicht, wenn man wiedergeboren ist, noch weiter in die Moschee gehen oder in die katholische Kirche. Das geht nicht. Ja, ihr seid zwar weiter rettet, aber euer Leben hier hat überhaupt keinen praktischen Sinn mehr. Was wollt ihr ausrichten für das Werk Gottes? Man muss seinen alten sündigen Lebensstil aufgeben. Wenn wir wiedergeboren sind, ja, dann lasst uns nicht mehr nach dem alten Menschen wandeln, sondern wir wollen den alten sündigen Lebensstil wirklich aufgeben. Ja, das heißt auch, wenn jemand zum Beispiel früher in einer Bar oder Casino gearbeitet hat, ja, heute arbeiten wir nicht mehr dort. Ja. Und Jesus, der hat uns vor der Hölle rettet, aber auch vor einem sterbenden und verkehrten Geschlecht. Öffnen wir Philipper 2,14. Philipper 2,14. Philipper 2,14. Tut alles ohne Morden und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts. Ja, verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet, als Kinder in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens darbietet, mir zum Ruhm am Tag des Christus, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Ja, wirklich hier, wir sehen das, verdrehten und verkehrten Geschlechts. Aus diesem Geschlecht, aus dieser Welt hat uns auch Gott errettet. Deswegen möchten wir nicht mehr wie diese Welt wandeln. Gut, das wird uns vielleicht Verfolgung ersparen, aber wir würden nichts für Christus tun. Ja, wir haben das neue Leben, aber es würde keine Frucht bringen. Dann 1. Petrus 2,9. 1. Petrus 2,9. Da steht auch, dass wir ein auserwähltes Geschlecht sind.
Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid. Und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, haltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sich als Übeltäter verleugnen, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Ja, wir sind auserwählt. Wir sind aus dieser Welt auch herauserwählt. Wir gehören nicht mehr zu dieser Welt. Das ist alt. Also wenn du wiedergeboren bist, dann hör auf, deinen alten Lebensstil irgendwie weiter zu pflegen. Bring nicht den Dreck aus deinem alten Leben ins neue Leben. Darum geht's. Wir sind wirklich nur Fremdlinge hier. Unser Bürgerrecht ist jetzt im Himmel. Wir leben für das ewige Leben. Dann Matthäus 5,16. Die Bibel fordert uns auf, unser Licht mitzubringen. Ja, diese Predigt richtete sich gegen Menschen, die ihren alten Müll in etwas Neues bringen. Aber wir, wo wir auch hingehen, wir müssen unser Licht mitbringen. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ja, unsere guten Werke sollen gesehen werden. Menschen sollen nicht uns preisen, sondern wenn sie unsere guten Werke sehen, sollen sie Gott preisen. Nicht, dass das jemand falsch versteht und dann irgendwie auf die falsche Richtung geht, ja, und all seinen Lohn im Himmel verliert. Alles, was wir tun, ja, das tun wir, damit Menschen zu Gott geführt werden, damit sie Gott preisen, damit Menschen errettet werden. Aber was machen Christen stattdessen? Ja, was machen Christen stattdessen? Sie sind undercover. Ja, sie scheuen die Verfolgung. Ja, die meisten möchten das nicht mal zugeben, dass sie Christen sind. Ist doch so. Das ist doch sehr, sehr traurig, dass sich viele Christen schämen. Und Gott wird sich jeder schämen. Ja, sie sind errettet, sie kommen in den Himmel. Aber er wird nicht so besonders stolz auf diese Christen sein. Uns wird er loben, wenn wir für ihn leben. Ja? Well done, gut gemacht, wird er zu uns sagen. Aber wenn wir uns schämen, ja, dann wird er sich auch schämen. Aber was machen böse Leute hier? Die zeigen öffentlich ihren ganzen Müll. Angefangen von diesen Perversen, die überall allen zeigen müssen, dass sie pervers sind. Ja, so eine Dreckqueen, ja, Dreck, ja, D-R-E-C-K, ja, die sieht man ja schon von Kilometern. Das ist doch einfach nur widerlich. Die müssen alle zeigen, ja, auch Muslime. Warum müssen die zeigen, dass sie Muslime sind? Ja, ich weiß, einige von euch haben einen Bart, aber das sieht nicht so aus wie dieser muslimische Bart. Aber wenn Muslime einen Bart haben, dann sieht man direkt, aha, der ist Muslim, ja. Die haben den nur, um zu zeigen, dass sie Muslime sind. Oder teilweise haben die auch die Männerkopfbedeckung, die Frauenkopfbedeckung. Ja, übrigens, das verstehe ich sowieso nicht. Wo war das? Im Iran, da sterben Frauen, weil die keine Kopfbedeckung tragen möchten, obwohl sie werden dazu gezwungen, aber sie möchten es nicht. Und in Deutschland kämpfen die dafür, dass sie das dürfen. Das macht für mich keinen Sinn. Also irgendwie, das ist genauso wie hier Weiße, ja, die wollen immer braun werden, und Brasilianer oder Philippiner, die schmieren, also Weiße, die sind so oft unter dem Solarium, bis die Haut nichts bekommen, und Filipinos zum Beispiel, die schmieren sich so mit dieser Whitening-Creme, Weißmacher-Creme ein, bis die auch irgendwelche Hautprobleme bekommen, ja. Also warum möchten Menschen immer was anderes, ja, das macht doch keinen Sinn. Ja, aber gut, das ist jetzt was anderes. Aber was ich sagen möchte, ja, die zeigen allen, wer sie sind. Sollen wir das auch so machen? Nein. Nein, wir brauchen hier kein Kreuz oder so. Aber es gibt gute Wege, das zu zeigen. Als Frau ist es zum Beispiel schon sehr gut, wenn man keine Jeans trägt, sondern einfach ein Kleid. Oder habt ihr schon mal in der Straßenbahn die Bibel gelesen? Die Leute gucken alle, was ist denn das für ein Typ? Ja, überhaupt, der liest ein Buch und dann, hä, was liest denn der für ein Buch? Das hat da irgendwie teilweise zwei Spalten, das ist eine Bibel oder was? Leute merken das, ja, das fällt auf. Das fällt auf, wenn man überhaupt ein Buch, aber erst recht eine Bibel liest. Ja? Gut, das sieht mehr aus wie ein Taschenbuch. Ja? Aber wenn man so eine Oldschool-Bibel hat, das fällt richtig krass auf. Ja? Und ja, wir zeigen einfach durch unseren Lebenswandel, durch unser Leben, auch dadurch, dass wir Seelengewinn gehen. Menschen sehen das ja auch. Ha? Da spricht jemand mit einer Bibel zu jemand anderem. Ja, das sind Wege. Einfach leben, einfach die Gesetze halten. Das sollten wir machen. Das ist wichtig. Und ja, was jetzt mit den Muslimen eigentlich? Ja, die Muslime,
Ihr könnt Lukas 4,18 aufmachen. Wie schon gesagt, ich habe ja nichts dagegen. Wir lieben alle Muslime, wir hassen ja nur die Religion. Wir möchten sie erretten. Wir möchten sie erretten. Aber jetzt mal ehrlich, sehen Sie unsere Priorität? Was sagt die Bibel? Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Warum den Armen? Weil die Armen, das sind diejenigen, die am meisten für das Evangelium empfänglich sind. Deswegen gehen wir zuerst zu denjenigen, wo wir denken, dass man sie retten kann. Mir ist auch aufgefallen, oft geht ihr auch ich gehe oft zu jungen Menschen, ja, weil die einfach zu retten sind. Und wann gehen wir zu Älteren? Ja, wenn gerade kein junger Mensch da ist, dann gehen wir zu Älteren. Und das Gleiche auch zu Muslimen. Ja. Ich würde jetzt nicht direkt als erstes zu Muslimen gehen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel auch gestern, da waren drei muslimische Mädchen, ich sehe jetzt niemand anderen, ja, dann gehe ich zu denen. Ne? Aber leider ist es tatsächlich so, dass sie oft nicht errettet werden, auch wenn sie das Evangelium verstehen. Aber die Möglichkeit besteht. Also was ich sagen will, unsere Priorität liegt nicht darauf, aber wir sollten es trotzdem hier und da versuchen. Und 1. Korinther 3,6, ihr könnt mal 1. Korinther 3,6 öffnen. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. So ist also weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber, welcher pflanzt und der, welcher begießt, sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen, entsprechend seiner eigenen Arbeit. So, was ist hier wichtig? Auch wenn man einen Menschen nicht unbedingt errettet, wenn man ihm auch nur einen Vers gegeben hat, dann ist schon ein Same gepflanzt. Oder wenn man teilweise den ganzen Plan sogar erzählt hat und er hat nicht geglaubt, er hat die Chance, irgendwann zu glauben. Er hat das Evangelium gehört, auch wenn es an diesem Tag nicht angenommen hat. Ja, und wenn er dann wirklich, nehmen wir mal wirklich an, da ist jemand, wir haben nur drei Verse gegeben, etwas über Hölle erzählt und dass Rettung allein aus Glauben ist. Und dieser Mensch, der bekommt dann irgendwann doch ein bisschen Angst. So, was, wenn es doch eine Hölle gibt? Und dann sucht er Gott in seinem Herzen. Ja, und wenn er dann Gott in seinem Herzen sucht, dann wird Gott das sehen und er wird einen Seelengewinner zu ihm senden, eines Tages. Ja, ob am nächsten Tag oder in 5 Jahren, weiß man nicht, aber er wird einen senden. Und dann ist dieser Mensch schon so gut wie errettet. Wenn dieser Seelengewinner seinen Mund öffnet, wird er sehr empfänglich sein fürs Evangelium. Das heißt, es ist sehr wichtig, ja, auch wenn es nicht unbedingt die Chance gibt, jemanden zu erretten, zumindest einen Samen zu säen. Ja, und deswegen machen wir das ja auch, dass wir wenigstens einen Vers geben, auch wenn jemand nicht so sehr interessiert ist. Ja. Und ja, auch wenn sie nicht unbedingt auf unserer Prioritätsliste sind, ja, trotzdem versuchen oder zumindest etwas zu erzählen, wenn sie nicht diskutieren. Natürlich, wenn jemand diskutiert nach der ersten, zweiten Mahnung, ja, weise sie ab. So, also, das ist die Sache. Und wo hat ein Muslim größte Chance, errettet zu werden, als hier? In seinem Heimatland wird es ja noch schwerer. Gut, also, vielleicht noch eine Kurzapplikation jetzt von dem Ganzen zur Taufe. Ja? Zur Taufe öffnen wir einmal Epheser 4,24. Epheser 4,24. Und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. So, wir sind wiedergeboren. Wir haben jetzt die 2.0-Version von unserem Menschen. Das ist unser neuer Mensch. Wir können jetzt in der Neuheit des Lebens wandeln. Ja, dazu öffnen wir auch mal Römer. Römer 6, Vers 1. Was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das ist natürlich eine rhetorische Frage, die man mit Nein beantwortet. Das sei ferne, ja, das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus die Herrlichkeit des Vaters aus dem Tod auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Wir sind wiedergeboren, wir sind auf dem Weg zum Himmel. Doch jetzt möchte Gott uns benutzen, dass wir andere Menschen auch dorthin bringen. Und laut Epheser 4,24 sind wir erschaffen, wirklich, ich lese das nochmal vor, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Unser neuer Mensch ist erschaffen in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Unser neuer Mensch kann nicht sündigen. Wenn wir sündigen, sündigen wir im Fleisch. Ja, das ist immer die Sache. Und jetzt ein Kampf da zwischen uns. Zwischen dem neuen Menschen und dem alten. Aber wir müssen den alten Menschen ausziehen. Wir müssen, nachdem wir wiedergeboren sind, diesen Dreck einfach hinterlassen. Unser alter Mensch, das ist Dreck. Das ist wie dreckige Religion, wie Atheismus, ja, all diese Dinge. Und selbst wenn jemand von euch hier ein Homo war oder so,
Viele haben das vielleicht einfach akzeptiert, ja, oder zumindest, ja, okay, ich bin tolerant oder sowas, ja. All diesen Dreck, mit dem wir irgendwie zu tun hatten, direkt oder indirekt, ob es Sünde ist wie Alkohol, ja, Zigaretten oder was jetzt hier legalisiert wurde, Marihuana, auch eine Schande. Ja, Menschen, die können sündigen und das wird toleriert vom Gesetz, aber die Wahrheit sagen, da muss man hier befürchten, eine Strafe zu bekommen oder so. Aber wir möchten diesen ganzen alten Dreck einfach hinter uns lassen und in der Neuheit des Lebens wandeln. Ihr könnt nicht in einem neuen Menschen wandeln, wenn ihr im Alten. Das geht nicht. Beides geht nicht. Ja, das schließt sich aus. Aber beides wird verderben. Ihr werdet keinen Spaß haben in eurem alten Leben, weil das geht nicht mehr. Wir haben jetzt ein Gewissen. Ja, wenn wir jetzt wieder im alten Menschen leben, unser Gewissen, der Heilige Geist in uns, der wird uns quälen. Ja, was machst du da? Ja, warum sündigst du wieder? Das macht Sündigen, nachdem man wieder geboren ist. Man wird nie wieder diese kurze, weil es gab ja laut Hebräer, hat auch Sünde eine kurze Freude. Ja, eine kurze Freude. Aber diese Freude, die ist sehr kurz und die geht vorbei mit den Jahren. Aber wenn man wiedergeboren ist und versucht, diese kurze, vergängliche Freude wieder zu haben, das klappt nicht. Ja, man wird das mit dem schlechten Gewissen haben. Und deswegen wird weder das klappen, man wird keine Freude im alten Menschen haben und neuen auch nicht, weil man mit dem schlechten Gewissen in die Kirche geht, keine Gemeinschaft mit den Geschwistern sucht, so der Außenseiter ist, merkt, ah, ich mache gar nichts für Gott. Ja, deswegen lasst uns den alten Menschen wirklich ausziehen. Das ist auch so diese Entscheidung, wenn ihr euch taufen lasst, den alten Menschen, diesen alten Dreck einfach abzulegen und in einem neuen, wunderbaren Leben zu wandeln. Es gibt kein besseres Leben hier auf der Welt, als Christ Gott zu dienen. Seitdem ich Gott diene, bin ich viel glücklicher als vorher. Früher in meinem alten Leben war das so, wenn ich ein Jahr älter geworden bin, oh nein, schon wieder ein Jahr vorbei. Ja, weil wieder ein Jahr verschwendet. Aber ich freue mich schon auf meinen nächsten Geburtstag. Ich freue mich jedes Mal, wenn ein Jahr vorbeigeht. Weil ich weiß, dieses Jahr war nicht umsonst. Ja, wir haben dem Herrn gedient, wir haben etwas für ihn getan, wir haben etwas erreicht. Ja, und so wollen wir in der Neuheit des Lebens wandeln. Amen. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du heute diesen Tag noch segnest, dass du die Taufe segnest, dass du unsere Entscheidung segnest, für dich leben zu wollen. Bitte hilf uns allen, auch mir, dass wir wirklich alle diesen Dreck aus unserem alten Leben ausziehen, dass wir dem nicht mehr hinterher trauern, sondern froh sind, dies überwunden zu haben. Und wenn wir noch dagegen kämpfen, dann gibt uns Kraft wirklich, all diesen alten Menschen, all diese Sünde zu überwinden. Denn wir haben den Heiligen Geist, ja, wir sind errettet, wir haben die Möglichkeit, wir haben alles, was wir brauchen, um dies zu überwinden. Und wenn wir auch mal zurückfallen sollten, dann stell uns wieder auf die Füße, dann lass uns wieder für dich laufen und lass uns wirklich mit ganzem Herzen erkennen, wie wunderbar es ist, im neuen Menschen zu wandeln. Und wir bitten alles in deinem Namen, Jesus Christus. Amen.